Hallo und herzlich willkommen zu neuem Schuhkarton. Es ist wieder Freitag. Wir stellen euch die Schuhe vor, die dieses Wochenende in den Laden kommen. Und da ist, ohne es zu spoilern, richtig was Gutes dieses Wochenende dabei, oder? Ja, wie fast jedes Wochenende. Das ist unglaublich. Also zurzeit ist ein Output an Schuhen, das ist ja, vorstellbar. Sehr schön ausgedrückt, was auch immer du meinst. Gucken wir einfach erstmal auf unsere Füße runter, ja, was wir da tragen. Und bei dir sehe ich da schon einen kleinen Vorausgriff auf das, was da kommen wird. Das ist der Ultra Boost, den du designt hast, ja, ne, für Soulbox. Ja. Ist noch ein Sample, also das ist das Sample. Wir werden nachher die finale Version sehen, aber saubequemes Ding. Und weil du was anhast, was du designt hast, habe ich was an, was ich designt habe, nämlich den Presto ID. Super Ding. Lass uns gleich mit Essex mal loslegen. Sehr, sehr gerne. Essex hat einen echt guten Run zurzeit, ne? Also kann man nicht meckern. Der blaue G-Light, ich weiß nicht, also der G-Light 5 ist okay. Ich finde den ja echt gut. G-Light 5 mag ich als Silhouette, aber du hast recht. Also die Farbkombo ist jetzt nicht, wo man sagt, wow. Aber da schon eher, ne? G-Light 3 ist halt in dem Fall, also A, wieder qualitativ von den Materialien, beide sehr, sehr gut. Aber der G-Light 3 vom Colorway finde ich richtig stark. So diese hellen Töne, was in so ein Off-White-Grau noch reingeht. Dann mit diesem Grün auch auf der Sohle. Bombastisch gut, wieder sehr simpel, sehr subtil, sehr einfach gehalten, gut umgesetzt, qualitativ, richtig schön gemacht. Bei dem Blau, das ist halt so ein mattes, so ein fahles Grau, finde ich. Das liegt natürlich an den Nubuck-Materialien, wo man dann natürlich dann je nach Richtung, wie das Material liegt, halt gucken muss. Aber der ist mir ein bisschen, ein Ticken zu langweilig, ein bisschen zu unscheinbar im Vergleich zu dem, der halt noch diese Akzente setzt. Ja, haben wir gesagt, was das Pack für ein Pack ist? Malediven. Genau, aber wo sind die Malediven, mein Lieber? Ich glaube, bei dem eher als bei dem, oder? Wobei hier so dieses Blau des Meeres da drin, hier an der Sohle nochmal, aber da ist das Blau zu, vielleicht ist es die Nacht. Maledivische Nacht, also maledivischer Tag. Nacht auf der Insel mit so ein paar Sprenkeln als Sternenhimmel. Und hier der Tag, so vielleicht grau angedeutet, das Korallenriff, Off-White. Und ich weiß nicht, grünes Wasser, da denke ich mir so, na, ob man da drin schwimmen kann, ist nicht so sicher. Sollte man das Gesundheitsamt auf jeden Fall erstmal konsultieren. Aber vom Prinzip könnte das natürlich passen, aus meinem Empfinden. Aber so richtig, und das ist, glaube ich, das, was wir damit sagen wollen, so richtig erkennbar ist es eben in dem Fall nicht, wie so Malediven. Ja, so, es könnte auch Ostsee-Pack heißen, weil da gibt es wahrscheinlich auch grauen Sand irgendwo und blaues Wasser. Oder es hat jemand die Schuhe gemacht und hat sich gedacht, wie könnten wir die Dinger nennen? Malediven-Pack. Kleiner Tipp. Schon clever. Ein schöner Alltagsschuh, aber jetzt nicht der Brüller, das Ding ist heiß. Mal sehen, ob sich das in der Bewertung widerspiegelt. Die gucken wir uns jetzt an. Auf jeden Fall für einen General Release, der G-Light 3 richtig heiß. Der Rest, wie du sagst, solides Ding. Und dann kommen jetzt die On-Feed-Bilder. Wir hätten gerne euch natürlich noch den Putter gezeigt. Der kommt auch dieses Wochenende raus, der Gel Respector. Ja, stimmt. Leider genau. Haben wir nicht zur Verfügung, dass wir ihn euch zeigen können. Hat leider nicht geklappt, aber ist was wir so von den Bildern gesehen haben, ein gutes Ding. Sieht sehr, sehr schön aus. Irgendwie so ein bisschen japanische Anime, irgendwie habe ich Tropical Fish irgendwas gelesen. Ja. Das soll, für mich sah es eher aus wie so ein 70er Jahre. Also dieses Orange. Fand es halt interessant, dass der Gel Respector war und nicht irgendwie Saga, G-Light 5 oder G-Light 3. Sondern eben so ein Modell, was zwischen G-Light 3 und 5 dann eben auf den Markt kam. Finde ich schön. Jetzt stellt euch eine laue Sommernacht in Thailand vor. Genau, von den Malediven ja jetzt auch ein Katzensprung. Ja, wir sind alle im Urlaubsfieber. 24 Kilates auf dem Reebok, was ist das? Ein LX 8500. Und das ganze Ding nennt sich Tuk Tuk. Nicht die Dinger zum Essen, sondern das Ding, was fährt. Das sind diese kleinen Moped-Taxis, die da in Asien rumfahren. Dazu gibt es ein Video im Netz, wo man eben sieht, wie dieses Tuk-Tuk rumfährt und dass die Farben wirklich eben dazu passen. Also vorne die Hauptfarbe ist dann blau, das Dach ist ein bisschen grün, die Sitze sind rot. Also das, wenn man wirklich so ein Tuk-Tuk, ich meine, die haben das hier ganz gut dargestellt, wenn man so ein Tuk-Tuk im Prinzip mal googelt, dann sieht man eigentlich den Schuh als Auto. Genau. Hegmet und ich haben im Vorfeld auch ein bisschen gequatscht. Ist beides nicht so unsere Silhouette der LX. Ich bringe es ist eben auch, was das betrifft, sehr laut.
Wir haben mit den Jungs von 24 Quilates im Sneaker-Spot auf der Fashion Week gequatscht. Da waren sie bei uns zu Gast. Wir haben ein bisschen über Bangkok gequatscht, ein bisschen gelächelt, sind dann relativ schnell zu Nacho Vidal gekommen, um dann aber den Bogen irgendwie wieder hinzukriegen auf bunte Schuhe. Ja. Denn zu dem Zeitpunkt kam der Gaio von 24 Quilates mit Le Coq Sportif raus. Ein sehr bunter Schuh, 12, 13 Farben drauf, aber richtig geil. Und der Schuh, genauso bunt. Wir haben die Farben jetzt nicht gezählt, aber es sind wahrscheinlich ähnlich viele, nur in dem Fall hat das Ganze nicht so gut funktioniert. Ist unser geschmackliches Empfinden. Das Konzept mega gut umgesetzt. Ja, Hammer Idee. Also, wenn man wirklich das Auto auf dem Schuh sieht, wenn man wirklich insbesondere die Jungs haben ja einen Laden in Bangkok. Ja. Also das passt dann natürlich wie Faust aufs Auge. Die haben dann auch 24 Quilates in den Thai da hinten drauf stehen. Und das ist natürlich so konzeptionell ein Volltreffer, farblich. Ja. Ne, also wenn man jetzt bei der Volltreffer-Floskel bleibt, dann ist, ja, da liegt der Ball tatsächlich einen Meter vorm Tor und es ist tatsächlich schwieriger, ihn drüber zu schießen, als ihn reinzuschießen. Und er geht leider drüber. Ist, wie gesagt, etwas übers Ziel hinaus. Und ich putze mir über die Nase. Mach du mal weiter. Oh. Ich warte auf ihn. Warte mal, bin gleich wieder da. Wenn ihr jemals mal ein Mikro um habt, denkt dran, dass ihr dann, wenn ihr auf Toilette geht, leise pupst. Der Klassiker. Der Schuh auf jeden Fall etwas zu laut für unseren Geschmack. Trotzdem, was Materialwahl und Konzept betrifft, alles tipptopp. Wem das Ding gefällt, gerne zugreifen. Bewertung blenden wir euch ein. Der Preis kommt natürlich auch wieder und dann sind das die On-Feed-Bilder für den Reebok NX 8500 zusammen mit 24 Quilates. Einen haben wir noch, Kinder, und da gehen wir wieder auf Tour. Die Adidas Konsortium World Tour ging im Januar los in New York mit Ronnie Fike und einem Adidas Tubular Doom. Ja. Ging dann auf die nächste Station zu Nice Kicks nach Austin, Texas bzw. San Francisco, ja, und einem Adidas NMD und ist jetzt in Berlin angekommen, hier bei uns in Deutschland, in der Soulbox. Und der Schuh wurde designt von Hikmet Sugar, der hier eben neben mir steht für Soulbox. Und jetzt mal die erste Frage, Alter, wie ist denn das? Und dann kriegt man da gesagt so, Diggi, würdest du vielleicht den Ultra Boost machen? Oder steht mir da so, hier, bitte, ich. Also wie kommst du zu der Silhouette erstmal? Ich hätte gerne den NMD gemacht, um ehrlich zu sein. Damals. Hättest du was gesagt? Wir hätten das irgendwie. Na, das ist jetzt fast ein Jahr oder ein Dreivierteljahr her. Und dann gab es die Option noch auf den Ultra Boost, oder nicht die Option, es war halt im Prinzip mein mhm. Arbeitstitel. Und ich finde den Ultra Boost geil, aber es ist halt auch nicht so einfach, an dem Modell zu arbeiten. Weil so viel kannst du nicht machen auf so einem geflochtenen Upper. Cage weg oder Cage dran wäre genau, Option, das, ne? Das war halt zu der Zeit, der Ear to the Street, ja. Till Jagela hat ja im Prinzip ganz gut vorgemacht, wie es ausschauen kann. Und ich fand das selber ganz geil, weil gerade dieser Cage mich eingeengt hat. Ich habe relativ breite Füße und das hat mich so gestört. Und es hat auch dem Schuh im Prinzip eine komplett neue Form gegeben, den Schuh sozusagen so ein bisschen zu befreien. Ich bin sonst ein Gamm-Fan, aber Gamm passt bei so einem Schuh nicht. Also wie auch bei dem NMD, das nicht gepasst hatte. Ja. Und das Rot fand ich geil, Grau ist also Blau und Grau sind so eigentlich so meine Lieblingsfarbe. Ursprünglich war gedacht, dass hier innen drin so ein bisschen Blau reinkommt. Und das ist jetzt rausgekommen. Du hast vier Farben auf dem Schuh, das ist eben dieses stark dominante Grau. Weiß aus der Boost-Sohle, dann Rot, was man unten auch sieht, aber dann ist auch noch dieser grüne Sprenkel da drin. Ja, der ist auch hier unten nochmal das Grüne. Genau. Was hat's damit auf sich? Wenn ihr mal nach dem Wappen von Tiergarten schaut, also Berlin hat ja so für die ganzen Bezirke Bezirkswappen. Und was die, ich glaube sogar alle Wappen gemeinsam haben, ist die Mauer sozusagen. Mhm. Und die ist rötlich dargestellt. Und deshalb ist das so ein
ich sag jetzt mal so ein Pale Red, also so ein bisschen pastelligeres Rot. Das ist ja nicht so ein leuchtendes, sondern eher in Richtung Lachs gehend. Und das Grün ist im Prinzip sind die Kleeblätter oder diese grünen Blätter, die den Tiergarten darstellen. Und das Rot von dem Hirsch könnte man in der Innensohle wiederfinden. Aber wieso der Tiergarten? Soulbox in Berlin ist in Charlottenburg und in Tiergarten, weil das ist so ein bisschen Kindheitserinnerung. Als kleiner Kiddy bin ich mit der Familie, also mit meinen Brüdern und mit meiner Familie sind wir in den Tiergarten, wie viele türkische Familien, und haben da gegrillt. Das war so dieses wochenendliche Come-Together der Community, der türkischen Community, wo die sich dann alle, wir haben früher da, ich weiß nicht genau die Straße, aber hinten beim 17. Juni runter, da wo das alte Tempodrom war, bei der schwangeren Auster vorbei, beim alten Tempodrom, was noch ein Zelt war, dahinter auf sozusagen im Tiergarten gegrillt. Jetzt ist das Besondere an dem Schuh ja nicht nur, dass du ihn uncaged hast, sondern dass du auch der Erste bist, der Leder verwendet hat. Ne? Wie kam es dazu, also dass du gesagt hast, hinten möchte ich was anderes machen? Ja, dieses, also Plaste kommt irgendwie, natürlich hat das was, aber irgendwie finde ich, ich stehe auf die Wertigkeit von Materialien wie jetzt Leder, Wolle. Ich weiß, das ist jetzt für die Veganer vielleicht nicht irgendwie die freundliche Alternative. Die hätten sich sicher gefreut, wenn es ohne Leder gewesen wäre. Aber die ursprüngliche Idee war sogar gewesen, dass auch dieser Part, der jetzt hier aus diesem Ripstop-Nylon ist, dass das auch Leder sein sollte. Das sollte Glattleder sein, Innenfutter sollte Glattleder sein und das hier dann Wildleder und der vordere Part dann halt Wolle. Und das war leider nicht möglich, deshalb ist nur der Part und der hintere Part dann halt aus Leder. Aber das ist echt gelungen. Also das haben die Jungs von Adidas dann auch gut umgesetzt. Jetzt haben wir eine besondere Situation und die hat man ja so nicht ganz so häufig, nämlich dass man die Möglichkeit hat, sich auch den Weg des Designs vom ersten Sample bis hin zum finalen Schuh hier an der Stelle mal erklären zu lassen. Und deshalb schweifen wir noch mal ein bisschen weiter ab, beziehungsweise führen es etwas exakter aus. So ist es, glaube ich, besser ausgedrückt, denn wir haben die Samples dabei. Hikmet hat die Samples mitgebracht. Vielen Dank dafür. So also, ihr kennt die Bilder, ihr kennt den Schuh, ihr kriegt auch zudem gleich noch On-Feed-Bilder. Aber jetzt fangen wir mal an. Der erste Gedanke, legen wir doch mit dem los, oder? Genau. Mir war es wichtig, dass sich von den normalen Boost-Strickmustern unterscheidet. Das wurde hier auch gemacht. Leider fand ich das dann nicht ganz so hübsch. Also es hat was. Mhm. Ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber was halt bei denen lustig war, also diese Ösen, das war einfach halt too much. Das war zu viel des Guten. Zu viele Löcher. Klar, wenn es geschnürt ist, wirkt das nicht mehr ganz so stark, aber die Ösen waren für mich persönlich jetzt einfach zu viel des Guten. Und auch dieses das Mesh, was hier hinten ist. Mhm. Innen drin ist mein Blau übrigens drin, was ich haben wollte. Und man sieht auch noch hier oben, ne? Das war auch noch rot gewesen, genau, was im Endeffekt ja dann grün geworden ist. Genau. Da war noch einiges zu tun und das wurde dann im zweiten Sample umgesetzt, ne? Im nächsten Schritt. Dann kam das nächste. Das war schon eigentlich im Prinzip relativ dicht dran. Das heißt, die Ösen wurden jetzt durch genähte Ösen im Prinzip geändert. Hier wurde jetzt vorne auch Leder angepackt, das war bei dem anderen noch nicht gewesen. Ja, da war auch das Mesh, ne? Jetzt hatten wir schon das grüne Döttchen drin. Auch die Struktur von dem hier war jetzt auch anders. Es sieht schon echt ziemlich gut aus, die Struktur von dem Material. Ja. Aber da war ich mir auch noch nicht so ganz sicher, weil es halt so zu vollflächig aussieht. Ja. Das heißt, da ist keine Tiefe drin in dem Material. Das ist etwas, was mir persönlich gefehlt hat. Es ist halt ein komplett neues Strickmuster. Aber es ist halt ohne, wie sagt man, eine Tiefe in dem Ganzen drin. Das ist etwas, was mir gefehlt hat. Das ist bei dem schon gegeben durch diese Aussparung, durch diese Löcher. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht liegt es daran, dass wir keine Wolle benutzt haben und sind dann zum nächsten Sample übergegangen. Ist es eigentlich normal, dass man für jeden Entwicklungsschritt, den man dann auf dem Papier macht, auch ein neues Sample bekommt? Oder ist das nur was, wenn jetzt was ganz Besonderes gemacht wird? Also im Regelfall nicht. Es gibt, es hängt immer davon ab, wie das Timing ist. Es hängt natürlich auch davon ab, das sind alles Kosten, die verursacht werden. Jedes Sample kostet Geld. Hier ist dann halt Wolle, weil ich dachte, dass Wolle vielleicht mehr Struktur reinbringt. Aber ganz im Gegenteil, Wolle hat das Ganze noch flächiger wirken lassen. Ja, durch die feinen Härchen wird es sogar noch diffuser, so als wäre genau, so ein Schleier drüber. Ne? So ist es, genau. Du merkst ja schon kaum noch im Prinzip das Muster da drauf durch die Wolle. Und dann war halt der finale Schritt, okay, was kann ich jetzt machen, um jetzt Zeit zu sparen, um nicht noch mehr irgendwie Arbeit zu machen? Wir nehmen einfach das bestehende Boost-Muster, das bestehende Strickmuster und geben dem einfach einen anderen Farbton. Das heißt,
Ich habe im Prinzip das Wollmuster von dem ersten Wollschuh vice versa gemacht. Das heißt, das, was dunkel war bei dem, ist jetzt hell geworden und das, was bei dem anderen hell war, habe ich dunkel gemacht. Dadurch wirkt das Muster halt entgegengesetzt. Und das heißt, kompliziert an. Dann das Label hier oben, das war vorher aus das war ein Webetikett im Prinzip und jetzt ist es im Prinzip ein Leder mit so einem ausgelaserten Buchstaben dann drauf. Und auf der anderen Seite noch der Weltkugel. Genau, auf der anderen Seite ist dann noch das Adidas-Logo drauf, das Performance-Logo und innen drin jetzt eine rote Innensohle, um das Ganze dann komplett zu machen. Das ist also der Weg gewesen vom Ultra Boost für die Adidas Consortium World Tour, also das war das, in dem Fall Berlin. Da ist noch ein drittes Sample gerade aufgetaucht, viertes mittlerweile. Das war jetzt mit einer schwarzen Innensohle noch und das war auch noch mit diesem Webetikett. Also es waren dann nur noch kleine Details. Hier ist dann auch nochmal die Schnürung, hat sich einen kleinen Ticken geändert. Der Stimmt. Abstand zwischen den Schnürungen. Aber ansonsten sind es halt wirklich nur marginale Veränderungen gewesen. Und das ist dann das finale Objekt. Ich finde es total schön, so einen Weg mal zu sehen und vor allem bei dem Schuh, wo man einfach jetzt Bilder sieht online, wo man sich einfach sagt, tatsächlich, scheiß die Wand an, ist das geil. Entschuldigung, dass ich Werner Olm zitieren muss, aber es ist einfach so, es ist ein richtig, richtig schönes Design geworden. Und dass das eben nicht so mal gerade eben so, ach Mensch, macht mal so, sondern dass das ein Prozess ist und das auch mal verbildlich zu bekommen, Das finde ich halt stark. Klar, logisch. Viele Leute wissen gar nicht, was da für ein Beweg oder was für ein Weg dahin ist. Ja. Ich glaube, wenn wir sehen würden, was bei diesen ganzen Collabs immer an Zwischenschritten waren und wie viel Energie und wie viel Geduld diese Brands dann auch haben müssen, um diese Ideen umzusetzen. Ich glaube, das ist schon ganz gut, hoffentlich, dass man das mal gesehen hat. In dem Fall richtig, richtig gut. Der Schuh kommt auch am Samstag, kostet 180 Euro. Bewertung wird sich meine Euphorie niederschlagen, kann ich euch jetzt schon sagen. Es wird den noch mal zwei Wochen später, glaube ich, bei allen anderen Konsortium-Händlern geben. Ich glaube, am 26. genau. 26. genau. Also internationaler Release. Ihr habt hoffentlich die Möglichkeit, an so einen Schuh ranzukommen. Hoffen wir es. Einer ist schon weg. Nein. ich wollte sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Tschüss. Einer ist weg. Aber das ging anders. Und zwar sind das hier ein Feedbilder, Kinder. Eine Sache haben wir noch, ne? Diese Woche kommt nämlich kommt nicht nur Schuhe, sondern es kommt noch eine Trinkflasche aus Fulda von den Jungs von 43,5. Ups. Ich hätte es fast gehabt. Warte. Und das ist eine Misu-Flasche. Echt super. Die zusammen mit 0661 Design und 43,5 umgesetzt wurde. 0661 ist auch die Vorwahl übrigens von Fulda. Genau. Schönes Muster mit den Höhenlinien rund um Fulda. Insgesamt eine schöne Flasche aus Edelstahl. Ne? Ja. Das heißt Allergiker. Also auch kindgerecht. Das heißt Kunststoff. Wie sagt man, diffundiert nicht in das Getränk und es gibt keine chemischen Reaktionen, weil Edelstahl eigentlich so das Sauberste ist, was du für ein Getränk oder für Flüssigkeiten nutzen kannst. Und geschmacklich bleibt das auch alles neutral, unverfälscht. Genau. Schönes Ding, kostet 27 Euro. Vielen Dank fürs Zuschicken. Danke, Jungs, dass ihr uns die zugeschickt habt. Kommt auch am Samstag in den Laden. Was haben die noch? Du hast gesagt, sie haben auf ihrer... Ich habe auf der Homepage, nämlich als ich nach der Flasche kurz geguckt hatte, hatte ich auch noch ein Dachzelt für einen Geländewagen gefunden. Ich finde es echt super. Ja, wir feiern das. Wir finden das echt brillant. Wir finden es super, dass das Läden einfach anfangen, ein bisschen weiterzudenken und zu sagen, hey, warum nicht einfach mal einen Ziegelstein oder sowas, ne? Feier ich mega, einfach mal auf die Seite zu gehen und Dinge zu entdecken, die man da nicht erwarten würde. Super. Dicken Daumen hoch und auf jeden Fall. Dick. Und damit entlassen wir euch ins Wochenende. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Wie gefällt euch der Ultra Boost und vor allem auch der Weg dahin? Habt ihr vielleicht bei den Samples einen Schuh gesehen, der euch besser gefallen hat oder auch Stellen gefunden, wo ihr sagt, ja, hätte ich auch geändert? Sagt mir eure Meinung dazu. Drückt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und denkt jedes Wochenende dran und da hat Hickman bestimmt wieder motivierende Worte. Ja, bitte. Das ist so wie bei Deutschland sucht den Superstar oder so. Ja? Wir würden jetzt auch gerne eine Nummer hochhalten, ruft für uns an, teilt uns, shared uns und sagt euren Liebsten, selbst wenn ihr Netflix guckt, könnt ihr nebenbei noch einen Laptop laufen lassen mit uns und eurer Freundin sagen,
Das ist viel besser als Netflix. Könnt ihr auch chillen. Oh, wie schön. Macht genau das, was der Mann sagt und dann bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Jetzt niesig. Nee, oh Gott, nicht. Aber noch nicht in die Flasche. Die ist zwar aus Edelstahl, aber alles kann ich auch nicht haben.